Meine Lieben, es ist heute Sonntag, mittlerweile schon abends. Ich habe den ganzen Tag nicht gevloggt, weil ich den ganzen Tag im Bett war. Das liegt daran, dass ich nämlich den ganzen Tag schon Fieber habe. Ich weiß nicht, seit gestern Abend, ich glühe so innen drin. Jedes Mal, wenn ich jetzt Fieber gemessen habe, waren es irgendwie ja zu hoch. Obwohl ich halt Antibiotikum nehme, das ist natürlich ziemlich scheiße. Und deshalb werde ich morgen früh auch wahrscheinlich nochmal zum Arzt gehen. Ich muss mal gucken. Nein, also eigentlich auf jeden Fall, weil das ist nicht normal. Ich fühle mich halt überhaupt nicht gut. Wie gesagt, ich habe wirklich den ganzen Tag im Bett verbracht. Ja, Olli macht gerade Essen. Es gibt Klöße mit Brokkoli, so Schinken, Schnitzel und Soße. Da freue ich mich drauf. Ich habe so Lust auf was Deftiges zu essen irgendwie. Ja. Also mir geht's halt echt irgendwie nicht besonders und einfach nur hier so im Bett rumliegen, das macht halt, ist halt nicht spannend. Hier liegt noch die kleine Nala. Die liegt hier auch schon den ganzen liegen. Ich kann nicht mehr sprechen. Lieben langen Tag hier mit dem Bett. Wo fokussierst du auf die Kamera? Warum ist es da hinten jetzt fokussiert? Ach ja. Ja, Olli hat heute noch drei Kartons eingepackt. Und ich habe hier einfach nur gelegen und gesessen und weiß nichts mit mir anzufangen. Ich war noch nicht mal am Laptop heute. Also ich habe gar echt gar nichts gemacht. Hier einfach nur gelegen. Zwischendurch Candy Crush gezockt, Fernseh geguckt. Bin ganz kurz nach dem Duschen auch nochmal eingeschlafen. Ja, ich weiß auch nicht. Ist alles irgendwie alles mega unbefriedigend. Vor allem halt, weil wir Mittwoch wahrscheinlich die Wohnungsübergabe haben, wenn wir dann halt direkt schon anfangen wollten mit dem Laminat entfernen und so. Und ich hoffe, dass es mir bis dahin wieder gut geht. Ich wollte morgen eigentlich gerne wieder arbeiten gehen, weil mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ja, aber mit Fieber werde ich das garantiert nicht tun und mit Fieber trotz Antibiotikum erst recht nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich werde das morgen von meinem Hausarzt abklären lassen. Ja, na, also es gibt halt sonst auch nichts. Wir haben unseren Mietvertrag zurückbekommen, aber das habe ich, glaube ich, gestern schon erzählt. Ja, und ansonsten chill ich hier halt so rum. Meine Mama ist fleißig in ihrer neuen Wohnung und hat schon Gardinen und all so Kram aufgehangen. Also sehr, sehr fleißig, die Liebe. Ja, und Olli hat ja Nachtschicht, der muss nachher noch arbeiten. Und ja. Ich werde mich hier jetzt mal wieder hinlegen, weil ich fühle mich total heiß. Und ich, oh, dieses Glühen und es ist einfach scheiße. Deshalb, meine Lieben, sehen wir uns eventuell gleich nochmal. Ich habe leider wieder gestern Abend vergessen, mich zu verabschieden. Abonniert meinen Kanal. Tut mir wirklich, wirklich leid für die sehr, sehr kurzen Vlogs. Es gibt wirklich einfach nichts Spannendes. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.